Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und ich bin hier gerade in London auf einem kleinen Vorevent zu der Presentation 2013. Und das kleine Schätzchen, was ihr hier seht, das ist die Samsung Galaxy NX. Die wurde schon ziemlich lange in der Gerüchteküche behandelt. Eine Systemkamera mit Android an Bord, wie der Name schon sagt. Und das Ding hier, wow. Also ich muss ja zugeben, dass ich die Idee genial finde und eigentlich auch schon ziemlich lange davon schwärme, aber bis jetzt hat es noch keiner gebaut. Samsung hat jetzt so ein Ding gebaut. Und hier jetzt im Endeffekt die NX20 mit einem Galaxy S3 bzw. 4 gemischt. Und was hier jetzt rausgekommen ist, also mir gefällt das Ding wirklich extrem gut. Hier oben hat man erstmal einen Electronic Viewfinder, der hat eine SVGA-Auflösung da drin, ist ein TFT da drin im Endeffekt. Hier hat man, sieht man so ein kleines bisschen einen Ernährungssensor, das heißt, das Ding schaltet dann um. Hier drüber kann ich natürlich die Schärfe einstellen. Hier habe ich einen separaten Blitzschuh, das heißt, hier könnte ich dann theoretisch auch noch Zubehör anschließen, wie ein Richtmikrofon oder einen externen Blitz oder so, das geht alles. Ich habe hier aber auch einen eingebauten Blitz, das heißt, wenn ich das Ding jetzt mal aktiviere, seht, das geht extrem schnell, ne? Ich drücke jetzt hier oben drauf und dann bin ich sofort hier drin in dem Menü. Bevor wir uns das ein bisschen genauer angucken, erstmal die Rest der Bedienung. Hier dran kann ich alles schnell ändern und gleichzeitig ist es das Ding hier auch noch klickbar, sollte es zumindest sein. Doch, ist es. Das heißt, wenn ich das drehe und dann drücke ich dagegen, kann ich klicken. Und das heißt, hier drüber werden alle anderen Funktionen im Endeffekt ersetzt. Alle anderen Knöpfe, die man sonst von DSLRs kennt, die werden alle in diesem Rad hier vereint. Und das heißt, auch wenn ich das Ding am Auge habe, kann ich darüber alles ziemlich schnell bedienen. Wie gesagt, hier über das Rad. An-Aus sollte bekannt sein. Video-Mode hat einen eigenen Button. Das hier ist natürlich der Auslöser für den Foto-Mode. So weit, so unkompliziert. An der Seite hier ist gar nichts. Unten drunter hat man natürlich den Standardanschluss halt für Objektive, für Stative. Hier hat man einmal MicroSD, nochmal MicroSD, wenn ich es richtig sehe. Nee, Quatsch, einmal MicroSD, einmal SIM. Und hier hat man einen 4360 mAh Akku. Das Ding ist wirklich ein Mörder-Akku. Der sollte wirklich ordentlich lang durchhalten. Ich bin echt mal gespannt hier auf die Ergebnisse, weil das Ding, ich hatte vorher darüber schon einiges gehört und das sollte wirklich richtig gute Laufzeiten bringen. So, machen wir das Ding mal wieder zu. Und dann haben wir hier auf der Seite einmal den 3,5 mm Klinkenanschluss. Endlich baut ihn Samsung auch meine NX-Kamera. Das fehlt mir schon so lange. Das heißt, darüber kann ich dann ein Mikro anschließen, Headset anschließen, was auch immer. Dann habe ich hier drunter einmal einen, wenn ich es mal aufkriege, hinter dieser Klappe habe ich einmal einen Micro-HDMI und einmal einen Micro-USB und einmal einen Micro-HDMI-Anschluss. Das heißt, hier drüber kann ich dann im Endeffekt ein HDMI-Kabel anschließen, hier drüber dann natürlich laden und. Hier habe ich einen kleinen Lautsprecher und hier vorne, da fängt es dann richtig an. Ja, wenn ich das Ding jetzt mal anmache erstmal, ja, bevor wir uns jetzt den Rest des Interfaces angucken, erstmal noch der Blitz, der ist dann hier oben drauf mit einem separaten Button. Und wenn ich jetzt drauf drücke, so, dann schießt ein kleiner Pop-Up-Blitz auf, wie man es auch von der NX20 im Ergebnis kennt. Gefällt mir, ist auf jeden Fall gut gelöst. Hier hat man noch so eine kleine LED. Ich schätze mal, die ist dafür da, dass man damit dann am Ende auch das Objekt ein bisschen vorbeleuchtet, damit der Autofokus schneller zugreift. Der Grip von der Ergonomik her, es scheint es sehr, sehr gut gelungen zu sein. Also es liegt extrem gut in der Hand, wiegt allerdings auch nicht wenig. Klar, man hat hier ein riesig großes 4,8 Zoll HD-Display mit 1280x720 Pixeln, ist an TFT, also ist kein AMOLED-Display, was natürlich Sinn macht, wenn man draußen ist und so weiter, wäre ein AMOLED wenig hilfreich. Das Baby, das ist natürlich das Interchangeable Lens System, also dass ich hier jetzt ein Wechselobjektiv im Endeffekt habe. Dazu drückt man, wie man es auch von den NX-Kameras kennt, einfach hier den Knopf und dann kann ich das hier abdrehen und dann habe ich hier einmal einen 20,3 Megapixel APS-C-Sensor, das ist der gleiche, der auch in der NX300 und so weiter zum Einsatz kommt, also der ist für ziemlich gute Ergebnisse bekannt, also ziemlich gut ist dann noch untertrieben, das sind extrem gute Ergebnisse. Und gleichzeitig das hier, der Standard NX-Mount, das heißt, alle NX-Objektive, wie zum Beispiel hier das Standard 18 bis 55 mm Objektiv, die könnt ihr alle mit der Galaxy NX nutzen. Das heißt, ihr habt direkt 14 Objektive, die darauf passen, ist natürlich der Hammer. Das heißt, man hat verschiedene Pancakes oder Fisheye Lenses, das heißt, von der Reichweite ist es natürlich wirklich optimal, was man alles machen kann. Jetzt mal ein bisschen zum Interface, weil ich finde, da hat Samsung sich tatsächlich was gedacht. Erstmal, wenn ich das Ding hier starte, wenn ich das Ding ganz normal aktiviere, dann komme ich erstmal, ihr seht es, ziemlich schnell in das Kameramenü. Ich bin sofort in der Kamera, das geht auch ziemlich schnell. Ich würde mal sagen, es ist von der Startzeit wirklich flott und auf dem durchaus gleichen Niveau wie diverse andere DSLRs. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Display deaktivieren will, dann gehe ich hier nah dran und ihr seht es, dann wechselt das Ganze hier oben, also wenn ich jetzt mit dem Auge hier dran gehen würde, wechselt das Ganze hier oben, dann wäre ich hier oben in dem EVF, in dem Electronic Viewfinder, wo dann natürlich alle Änderungen auch direkt mit oben drin angezeigt werden. Extrem praktisch. Und der große Vorteil von Android jetzt auf dem Ding, ja, das ist einfach das User Interface. Ich könnte es natürlich
so bedienen. Ja, das heißt, ich könnte hier auf ISO klicken und dann gehe ich hier jetzt durch. 25.600 ISO könnte ich jetzt auswählen und. Ich könnte auch hier dann den Weißabgleich ändern, ich könnte die Blende ändern. Das kann ich alles hier über das Touch-Interface machen. Ist natürlich relativ aufwendig und braucht auch relativ lange. Ich kann das Ganze aber auch einfach hier über das Rad machen, je nachdem. Dann seht ihr es hier rechts, wechselt das dann durch und wenn ich dann hier drauf klicke, dann habe ich das Ganze hier auch und kann darüber dann auch wieder agieren. Es ist einfach relativ zügig auch noch gelöst, also es gefällt mir ganz gut. Ich habe hier aber auch zig verschiedene Modis, das heißt, ich habe einfach Manual, das ist das, wie man es auch von einem Spiegelreflex kennt, dass ich hier alles einstellen kann, Blende, Shutter Speed und. Also es ist relativ gut anpassbar ist. Ich habe auch viele kleine Anpassungen, also das heißt, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Sachen möchte oder aber ich kann auch verschiedene Modi wählen. Ja, und wenn ich jetzt mal reingucke, die Modi sind dann eher für die Einsteiger bzw. fortgeschrittenen Fotografen, um das Ganze ein bisschen zu erleichtern. Die stellen dann sehr viel Vorgegebenes ein, zum Beispiel bei einem Night-Modus eine relativ lange Verschlusszeit, nur so als Beispiel, oder diverse Voreinstellungen, also das heißt eine große Blende oder sonst irgendwas. Es gibt sogar ziemlich skurrile Sachen, zum Beispiel einen eigenen Food-Modus, ne? Das ist dann der traumvolle Food-Blogger und Instagram-Fans, da kann ich dann schön mein Foto, meine Nudeln fotografieren mit. Nicht alles davon ist sinnvoll, aber es ist für den Laien natürlich sehr einfach damit, genau die richtigen Einstellungen zu finden. Aber das ist wie gesagt eher für den Laien. Der Profi, der wird natürlich dann, wenn wahrscheinlich eher direkt zum Manual-Mode greifen und da hat er dann wirklich alles sehr individuell einzustellen, ist natürlich extrem cool. Das Display übrigens Gorilla Glass 3 geschützt, das heißt, es ist kratzsicher und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine extrem gute Idee und ich habe natürlich, das nicht zu vergessen, alle Möglichkeiten von Android. Wenn ich jetzt hier einmal zurückgehe, dann könnte ich, ach guck mal, hier kann ich es nochmal ändern. Schön in der Einstellung, wie ich es sonst auch sonst irgendwie ändern kann, habe ich hier alles auf einen Blick. Sehr schön gemachtes Interface, gefällt mir. Ich kann natürlich hier aber auch rechts drauf drücken, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Das Ding hat nämlich, wie ihr sehen könnt, keinen Home-Button. Das heißt, ich gehe auf die rechte Seite, theoretisch, und mir wurde gesagt, dann muss ich nur von rechts nach links swipen. Das ist natürlich jetzt Pre-Series und funktioniert wahrscheinlich noch alles nicht so genau. Doch, da hat es funktioniert. Und dann bin ich auch wieder auf einem ganz normalen Android-Homescreen. Das heißt, hier habe ich dann wirklich alle Android-Apps und so weiter, kann alles machen. Unter der Haube von dem Ding steht hier einen Pegasus Q Quad-Core mit 1,6 GHz. Was genau das für ein Prozessor ist, muss ich nochmal in Erfahrung bringen. Man hat hier aber als Bildsensor den Digit 4, den Samsung schon häufiger eingesetzt hat, extrem gut. Der Eindruck von der Samsung Galaxy Nix ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das Ding ist einfach der Hammer. Ich gebe ja zu, ich habe mit der Idee schon lange gespielt und dass es jetzt genauso gekommen ist, ich bin da nicht mehr ganz objektiv. Ich bin es ausnahmsweise mal nicht. Trotzdem, hier sind viele Vorteile vereint. Viele werden natürlich kritisieren, ein Interface braucht man eigentlich nicht. Ja, richtige Fotografen brauchen sowieso nur die Rädchen und Knöpfe, um das einzustellen. Die ganzen Modis und so weiter, das ist was für die Amateure. Ja, aber auch die wollen eine richtig gute Kamera. Man hat hier sehr viel zusammengemischt. Man hat hier, das sagt Samsung selber, die DNA von der Samsung Galaxy S4 bzw. 3, weil es ja ein 4,8 Zoll Display ist und kein 5 Zoll Display wie beim Galaxy S4, zusammen mit einer Galaxy Nix gemischt und das ist echt gut gelungen. Vor allem, was mir gerade erst noch aufgefallen ist, hier dieser kleine Hubbel, den ihr hier seht. Ne? Das ist so ein klitzekleiner Hubbel oben rechts. Das liegt einfach extrem gut in der Hand dadurch. Das ist wirklich ergonomisch auch noch durchdacht. Problem ist, die Galaxy NX wird vermutlich nicht wirklich günstig. Die NX20 alleine kostet 999 € UVP. Und das Ding hier kann einiges mehr. Also, was das Ding am Ende im Handel kosten wird, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich begeistert davon, aber mein Geldbeutel nicht wirklich. Ich bin Lars von Hollywood Samsung. Ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Wir sehen uns wieder im Blog. Ciao!